Lektion 287. Du bist mein Ziel, mein Vater, du allein. Wohin möchte ich sonst gehen als zum Himmel? Und was könnte ein Ersatz für Glück sein? Welche Gabe könnte ich dem Frieden Gottes vorziehen? Welchen Schatz möchte ich suchen und finden und behalten, der sich mit meiner Identität vergleichen ließe? Und möchte ich denn lieber mit der Angst als mit der Liebe leben? Du bist mein Ziel, mein Vater. Was außer dir könnte ich zu haben verlangen? Welchen Weg als den, der zu dir führt, könnte ich zu gehen verlangen? Und was außer der Erinnerung an dich könnte für mich das Ende der Träume und der nichtigen Ersetzungen der Wahrheit bedeuten? Du bist mein einziges Ziel. Dein Sohn möchte so sein, wie du ihn schufst. Auf welche Weise außer dieser könnte ich erwarten, mein Selbst wiederzuerkennen und mit meiner Identität eins zu sein? Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Ihr müsst euch daran erinnern, dass euer Ziel bisher alles war, außer Gott. Es war, den perfekten Körper zu finden oder den perfekten Körper zu haben. Es war, Geld zu machen. Es war, Konflikt zu vermeiden. Es war, Chaos zu kreieren. Es war so viele Dinge. Und jedes dieser Dinge, das ihr wolltet, von dem glaubt ihr, dass es euch glücklich macht. Und das ist der Grund, warum ihr danach strebt. Es gibt einige Verdrehungen im Geist, die dafür sorgen, dass du glaubst, dass das Ding, das du möchtest, dasjenige sein wird, das alles verändern wird für dich und dich glücklich machen wird. Und was selbstverständlich geschieht, wenn du diese müde, machende Straße entlang reist, und dieses Planeten Erde. Und dann findest du heraus, dass die meisten Dinge, nach denen du gejagt hast, dich nicht glücklich gemacht haben. Das ist eine großartige Sache für den Geist. Alle hier feiern, wenn es für dich klar wird, dass eine Sache, nach der du gejagt hast, dich nicht glücklich macht. Das macht dich lernwillig. Das macht dich bereit, willig, etwas Neues auszuprobieren. Und das ist es, was ihr hier alle tut. Ihr geht gegen die Lehren der Welt und ihr hört auf die Lehren des Himmels. Die Lehren der Welt werden euch auf dem Schlachtfeld halten und die Lehren des Himmels bringen euch über das Schlachtfeld und am Ende den ganzen Weg zum Frieden. Und der Wahrheit. Das ist eine lange Reise, auf der ihr hier seid. Ihr seid im Genesungszustand. Ihr habt euch selbst tief in die Angst geführt, tief in die vertretenen und verwirrten Lügen des Egos, der Welt des Egos. Aber ihr taucht auf an der Oberfläche und ihr beginnt zu sehen, dass alles, was euch gesagt wurde, nicht wahr ist. Denn wenn es wahr wäre, dann wärt ihr glücklich. Dieses Paar Schuhe hätte dich glücklich gemacht. Sex mit dieser Person zu haben, hätte dich glücklich gemacht. Diesen Job zu bekommen, hätte dich glücklich gemacht. Ihr seid alle lange genug auf dieser Erde, um zu wissen, dass diese Dinge euch nicht glücklich machen. Und dass da dieser tiefe Teil von euch ist, der nach etwas ruft. Und dieser tiefe Teil von euch ist die Wahrheit. Davon, was ihr seid, wer ihr seid. Und er ruft nach Liebe. Ihr könnt die Art von Liebe, die den Geist wirklich befriedigt, nicht in der physischen Welt finden. Und es bedeutet nicht, dass ihr hier euer Leben hasst. Und es bedeutet nicht, dass ihr das hier genießen sollt, wenn ihr in der physischen Form seid. Dass ihr das nicht genießen sollt. Aber was es bedeutet, ist, dass du
dass ihr wisst, wer ihr seid, dass ihr die Wahrheit darüber wisst, wer ihr seid, und ihr wisst, wo euer Zuhause in Wahrheit ist. Es ist Zuhause in den Armen Gottes, nicht im Tod, sondern im ewigen Leben. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.